seiner ersten Sendung stellt Terraländer TV heute als Weltpremiere das neue SE-Modul für die Terraländer 800 vor. So mancher X8-Fahrer wird sich schon gefragt haben, ob die Vertiefung in der Außenverkleidung, dort wo andere ATV den Tankdeckel haben, nur ein Stilelement des Designs darstellt oder ob es noch eine andere Bestimmung dafür gibt. Terraländer TV beantwortet heute diese Frage. Es ist die werkseitige Vorrüstung für das von der Tuning-Schmiede Win Hypergear entwickelte SE-Modul. Hier sehen wir es erstmalig montiert. Dank der vertieften Einbaumulde fügt sich das SE-Modul harmonisch in die imposante Gesamterscheinung der Terraländer ein. Sein elegantes Design ist im Windkanal entstanden. Das kommt nicht nur dem CW-Wert zugute, sondern verhindert auch den in Flugphasen gefürchteten Strömungsabriss. Besonderen Wert haben die Entwickler des SE-Moduls auf die Funktionalität gelegt und so finden wir hier auch seine besonderen Stärken. In optimaler Reichweite für den Fahrer lässt es sich einhändig bedienen, ohne vom Fahren abzulenken. Sein klar strukturierter Aufbau und die gut dimensionierte Kapazität versprechen einen störungsfreien Betrieb. Die maximal möglichen Lenkausschläge der X8 sind werkseitig bereits auf das SE-Modul abgestimmt. Es ist stabil auf einer selbstklebenden Montageplatte angebracht und lässt sich für Wartungsarbeiten oder zum Schutz vor Diebstahl mit einem Handgriff abnehmen. Besonders positiv fällt auf, dass es auch nachts oder bei starkem Nebel uneingeschränkt einsatzfähig bleibt. Unser Fazit: Das SE-Modul ist rundum gelungen und wird für viele X8-Fahrer einen erheblichen Zugewinn an Fahrkomfort bedeuten. Außerdem ist es ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Terraländer 800 EFI SE, die Smokers Edition. Das war Terraländer TV für heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns darauf, euch auch in der nächsten Folge als Zuschauer begrüßen zu dürfen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt.